Angst davor, wieder den ganzen Schrott zu verlieren, den ich habe. Denn. Aber wir haben 2x64. Wieso ist es Tag und das scheiß Skelett brett? Weil es unter Baum Das ist steht. Witz, das ist so ein Witz. Das Skelett hat mich in die Höhle reingeschossen, weil ich ein Herz hatte, bin ich einfach mal runtergefallen und dadurch gestorben. Ey, Hashtag yay. es ist so lachhaft, ey. Okay, ich schlage eine Aufnahmepause vor. Nee. Ich will wenigstens noch in die Scheißhöhle reingehen. Ja. Wenigstens mit meiner gesamten Ausrüstung. Ohne deine gesamte Ausrüstung, ich habe bloß nur ein Herz. Tschüss, ich gehe mich jetzt. Oh, das Huhn hat ein Ei abgeworfen. Das nehme ich natürlich. Ey, wie oft will er mich eigentlich noch zurück zum Spawn setzen? So oft da lustig ist. So, ich habe bloß nur ein Herz. Da stehen ja noch 1000 Leute rum. Ich überlege mir gerade, wie ich am besten nach Hause komme, ohne dabei zu Gar nicht. sterben. Hauptsache, mein Typ grabt sich jetzt erstmal den ganzen Schrott, den ich hier gedroppt habe. Ich habe zwar jetzt ungefähr noch knapp die Hälfte von dem, was ich insgesamt hatte. Okay, also pass auf, lass mal ganz kurz gucken. Abgesehen jetzt mal von dem ganzen Scheiß, den ich habe. Ich habe noch zwei Schwerter. Nee, ein Schwert, eine Spitzhacke. 2x64 Fackeln. Drei Fleisch. Ein bisschen Holz. Ein paar Stackies und eine Crafting Bench. Also, ich glaube, jetzt so rein theoretisch könnten wir das jetzt eigentlich los. Ich bräuchte bloß dringend was zu essen. Komm runter, ich habe ein bisschen was für dich. Ein bisschen Rotten Flash hat noch niemanden geschadet. Wo bist du? Unten in der Höhle. Toll, da bin ich jetzt, wollte jetzt gerade wieder hochlaufen. Da komme ich jetzt nicht so einfach hin. Weil ich bin fast tot, ne? Und wenn ich da kommen würde, dann. Pass auf, dann drop deine gesamten Sachen in die Kiste und bring dich kurz um. Stimmt, jetzt muss ich aber erst in zur Kiste kommen. Sonst, ich habe bloß noch zwei Keulen, ne? Wenn die alle gehen, bin ich tot. Also, ich habe jetzt genügend. Ich glaube, Minecraft ist ein zu Dieses nervenaufreibendes Spiel. Scheiß-Skelett, ey. Dieses verdammte Skelett, das ist hier Also echt immer noch am teilweise, Leben, was. teilweise ist Minecraft aufregender als Outlast. Jetzt burn doch endlich, du Scheißteil. So. Schade, dass es kein Outlast Multiplayer gibt. Das wäre bestimmt auch lustig geworden. Das Skelett rennt jetzt ernsthaft zum Wasser. Wie intelligent ist das denn? Lol. Das unterm Baumgrund hat jetzt aufgehört zu brennen, mit Absicht. Ja, die Okay. sind in Land. Komm mal kurz her. Ich muss erst mal killen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Schweinefleisch und ich habe. Das war mal einfach. Ich habe gleich wieder einen Ofen. Und da kommt gleich schon MC Creeper, um mich nett im Empfang zu nehmen. Zweimal MC Creeper. Hashtag yay. Ich habe drei Schweinefleisch. Und die werde ich mir jetzt braten. Boah, was macht dieser Hurensohn denn? Da ist noch ein Creeper. Mal den ganzen Sand aus dem Inventar schmeißen. Boah, wie sich dieser scheiß Creeper einfach jedes Mal nach dem zweiten Schlag bei mir hochjagt, ey. Aber gut, ich habe jetzt schon wieder eine gute Kohleader gefunden. Ich baue schon mal ein bisschen was ab. Ich nehme mal ein bisschen Kohle von zu Hause mit, weil da können wir ein bisschen fackeln. Nimm auf keinen Fall Kohle mit, sondern nimm Bäume mit, Baumstämme, dass wir uns die überhaupt craften können. Ich habe zwar 64 Stück. Ich habe mir schon ein paar Sticks mitgenommen. Okay. Boah, ich hinter mir so ein scheiß Skelett, ey. Ich nehme die Abkürzung mit meiner Brücke, Da ne? ist es. Ich weiß nicht, kann man von hier aus in den See springen? Das mache ich mal lieber nicht. Man kann in den See springen, das habe ich schon öfters gemacht. Oder nee, ich komme noch an, welchen See du meinst.
Den, den man von meiner Brücke aus sieht. Ich glaube, in den kommst du nicht rein. Dann muss ich mal noch eine Plattform bauen, dass man da reinspringen kann. Okay, ich komme jetzt Höhle. Bist du da? Ja, du bist da. Naja, ich bin gerade in der einen Sackgasse und töte gerade ein Skelett. Ich baue Kohle ab. Und hab zumindest gerade eins getötet. Was kann man aus Granit eigentlich machen? Keine Ahnung. Ich habe nicht mal einen Plan, was Granit ist. So, ich habe schon wieder drei. Ich habe schon wieder erst Hälfte Leben. Wo bist du? Ich bin noch am Eingang der Höhle und baue Kohle ab. Na gut, ich bin eine Etage unter dir und baue Kohle ab. Wenig Speicherplatz frei. Was? Auf meine Let's Play-Platte. Auf meiner zweiten Let's Play-Platte. Ach so. Also auf die, wo ich gerade aufnehme. Ach so. Lol, du baust du das gerade ab bei mir? Lol, du hier. Bist ja da. Aber du bist nicht da. Doch, ich bin genau hinter dir. Aber ich sehe dich nicht. Du bist gerade durch mich durchgelaufen. Ja, bleib mal stehen. Bleib stehen, jetzt stehe ich genau in der drinne. Jetzt bin ich vor dir. Achtung, ich blende jetzt eine Fackel vor dir. Ja, aber ich sehe dich nicht. Du bist unsichtbar bei mir. Das ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Ich halte dir kurz die Spinne vom Leib. Weg ist sie. Also ich sehe dich nicht. Ich sehe noch nicht mal deinen Namen. Ja, ich bin genau hinter dir. Ich pass auf, dass dir nichts passiert. Kommt nämlich gerade wieder ein Zombie hoch, der gerade getötet wird. Der ist der nächste Zombie. Moment, ich hol ihn kurz weg. Ich log mich mal neu ein. Ja, okay. Jetzt sehe ich dich wieder. Wie viel Eisen hast du inzwischen? Acht. Moment, ich blende kurz eine Fackel. Achtung, Creeper. Lass erstmal kurz. Weg ist er. Und wir haben auch ein bisschen Pulver erhalten. Lass mal erstmal hier nur den Bereich, ja. Da hinter dir ein Creeper. Creeper hinter dir. Nice. Ich muss mal die Sounds ein bisschen lauter machen. Hier geht's tiefer ins Höhleninnere. Ich höre hier einen Zombie. Hab mal, ich baue ein bisschen an der Wand rum. Könnte auch von hinten kommen, dieses Zombie. Nee, der Zombie. Ich habe Eisen gefunden. Und ein ich hab Kohle Alter, gefunden. Alter, WTF, komm mal kurz her. Hier ist eine riesige Höhle. Aber auch ein Zombie. Warte mal. Ich würde erstmal die. Lass. Mach. Mini-Zombie! Mini-Zombie! Oh! Boah, Junge. Nein! Ich habe bloß ein 3 Herzen, deshalb. Achso, ich habe auch nur noch 3,5 Herzen. Wir erkunden erstmal den anderen Rest, okay? Pass auf, da machen wir es aber so. Lass mal ganz kurz, komm mal kurz mit zu dem Bereich, den wir schon erkunden. Leute, unten, da waren wir noch nicht, oder? Hier. Aber wo war denn der Bereich, wo wir herkamen? Da unten, aber komm erstmal hier mit her. Nein, warte mal ganz kurz. Und zwar, bitte komm mal ganz kurz mit. Ich möchte jetzt mal ganz kurz mit dir. Jetzt hier, wo wir das gerade hatten, lass mal hier kurz eine kleine Basis einrichten, so mit Ofen und allem. Okay. Mach wie du willst. Nicht viel, nur halt so ein Ofen oder so eine kleine, sozusagen kleine Absicherung. Weil zum einen. Spawnpoint vielleicht setzen, ne? Ich hab kein Bett. Man kann doch mit / Spawnpoint das machen. Nee, das wäre Cheating. So ein bisschen Zombiefleisch fressen. So, Moment. Dann einmal hier, mache ich hier einmal einen. So eine Arbeitsbank. Ich erkunde inzwischen mal oben diesen zweiten Teil. Ja gut, und ich mache uns inzwischen ganz kurz noch was. Weil Kohle. Ja, weil wegen Kohle. So. Er brennt gerade ein bisschen Schweinefleisch. Und ich habe auch noch 2 Eisenerz. Okay, ich muss erstmal ganz kurz. Ich hab mal mit einem anderen Freund habe ich mal 5 1/3 Stunden Minecraft am Stück aufgenommen. Das können wir gerne machen, ich habe noch Zeit.
Wollen Sie mal nicht übertreiben. Ja, können wir machen. Das hält mein So, er ist gerade Plus. schön am Regenerieren. Besonders, wir haben das so nachts 3 Uhr oder so gemacht. So, er brennt gerade noch ein bisschen Eisen und alles. Ich glaube, wir waren dann irgendwie um 5 Uhr, haben wir dann aufgehört aufzunehmen. Haben um 0 Uhr angefangen und oder kurz davor und dann. Ey Max, willst du ein Stein, willst du ein Eisenschwert? Oder wie viel hast denn du? Wie viel Eisen? Ich habe welche, würde es aber sparen für Eisenspitzhacken und sowas. Ja gut, weil pass auf, da mach ich mir ganz, pass auf. Du machst die Eisenspitzhacken und du baust den ganzen Rohstoff ab und ich bin sozusagen dein Bodyguard. Wo bist du jetzt genau? Ich bin da, wo noch unerkundet war bei dem Oberen, ne? Du meinst dort, wo diese Blöcke waren? Wo du hingesetzt hast, bei dir, diese Weiden? Ja. Halt Da bloß in komme ich die jetzt auch andere mal ganz Richtung, kurz. halt bloß dann links, ne? Wo es noch Ist aber auch halt. unerkundet war. Ach, da bist du, okay. Ich Okay. ist auch gerade wieder richtig viel Kohle. Ich komme. Mit dem Eisenschwert. Hast du auch eine Eisenspitzhacke gemacht? Nee, ich habe doch nur zwei. Ach so. Aber hier ist auch Eisen. Komm mal kurz. Ja. Aber Eisen kann ich, glaube ich, auch abbauen mit Steinspitzhacke, ne? Gut. Ja. Mal gucken, ob hier noch irgendwo noch Eisen ist. Hier ist Oder war das. ganz viel Kohle. Ja. Boah, Leute, sorry, dass gerade der Unterhaltungswert nicht ganz so hoch ist. Wir probieren ihn natürlich so hoch wie möglich zu gestalten. Aber wenn man in so einer Höhle ist, dann hat man halt einfach auch ein bisschen Angst zu sterben und sich zu konzentrieren. Deswegen bitte gönnt uns auch mal eine kurze Ausruhzeit und ich habe gerade ein übelstes, wie nennt man das? Fusselmund oder sowas. Ach so, ein Zuschauer fragt, ob wir mal Geschichten aus unserer Kindheit erzählen können. Ja, was soll ich? Ein Live jetzt? Hat er dich jetzt live gefragt hier jetzt so, Nein. oder? Vorher schon. Guck mal, hier geht's weiter. Ach, als ob es da weiter. Leute, da geht's weiter. Das ist aber nur Kohle. Na gut, dann hol noch kurz die Kohle, dann gehe ich zurück. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Naja. Ja, was soll ich denn aus meiner Kindheit erzählen? Einfach Vielleicht sollte so ich ein paar erwähnen, warum ich so ein lustige. schlechter Fußballer bin. Und zwar im Kindergarten haben wir damals auch Fußball gespielt. Damals war ich einer der besten im Kindergarten. Hat mir einer aus 1 Meter Entfernung so einen Fußball so volle Kanne an die Nase gezogen. Und ich glaube, die Nase war dann angebrochen oder sowas. Naja, und ich kann überhaupt keinen Fußball, ne? Ne? Nur als Info ist. Habe ich schon eine 6 in Sport deswegen gekriegt. Alter. Habe ich auch immer eine 3 in Sport auf dem Zeugnis, sonst hätte ich eine 2, aber Au. Fußball ist Stopp, du Hure. schallicht. Fußball bin ich aber auch nicht gut. Ich So, ich finde habe es wieder total Eisen gefunden. unnötig. Ich schaue auch nie irgendwie. Ja, ich auch nicht. Ich kann gar nicht diesen Hype um Fußball verstehen. Ja, Ich wenigstens meine, mal es ein ist nichts gegen alle, Gleichgesinnter. die jetzt Fußball so machen. Mein bester Freund macht Fußball jetzt als sozusagen jetzt im Verein, aber ohne Spaß. Fußball ist etwas für mich. Nee. Weil Fußball ist kein Sport mehr, Fußball ist Kult. Wenn sich die Fans gegenseitig abmassakrieren, nur weil ihre Mannschaft mal gewinnt oder verliert, dann ist das nicht mehr normal. Ja. Tut mir leid, aber da haben die. Ich meine, natürlich, es gibt auch viele normale Fußballfans, manche gehen ja. Aber Leute, die sich zum Beispiel für mehrere tausend Euro ein Flugticket kaufen, nur um dann live dabei zu sein, wenn ihre Mannschaft spielt, tut mir leid, Leute, das verstehe ich nicht. Wenn sowas ist, schön und gut, dass man das mal anguckt, zum Beispiel jetzt als Deutschland gespielt hat, damals Weltmeisterschaft, alles okay. Aber ich würde nie mir so ein Ticket kaufen und danach Brasilien oder sowas fliegen. Das ist für mich einfach nur gesponnen und geldausgebermäßig. Ich weiß, wie würdet ihr denn dazu stehen, wenn ihr die Chance, wenn ihr das Geld hättet, würdet ihr sagen, ja, kann man mal machen, ich glaube, ich mach's. Würdet ihr da hingehen? Oder sagt ihr, ne, da ist mir das Geld zu schade. Denkt ihr so wie ich, dann haut's einfach mal unter die Kommentare. Ich weiß ja, dass Ich das denke, sowieso mir kein ist das Schwein Geld schreiben wird. zu schade. Mir auch. Okay, also Max, wo ich hier gerade vorhin war, da ist Eisen. Bau du's ab, ich treib hier gerade die Lava. Lass die Lava mal, dann können wir das später Obsidian machen.